der Skelettkönig dahin verschwunden? Oder wo ist der jetzt plötzlich? Na, jetzt komme ich an dem Stein nicht vorbei. Wer beschießt uns denn hier gerade? Ich komme da aber nicht rüber. Komm, dann lass uns mal hier gehen. Wollt ihr uns hier noch weiter beschießen? Was ist das denn? Einfach so, aus der Ferne. Ihr Feiglinge, schämt euch. Das werdet ihr büßen. Ein übler, krankhafter Schatten hat sich über das Anwesen gelegt, das wir nun unser Heim nennen. Der junge Albrecht jedoch scheint sich in unserer neuen Wohnstätte wohlzufühlen. Vielleicht leide ich einfach nur an einem Ungleichgewicht des Gemüts, hervorgerufen durch den kürzlichen Umgebungswechsel. Die Dunkelheit beisteht. Sich gegen das Böse zu stellen, ist die Essenz des Daseins als Templer. Es ist ein Anfang. Gleichgewicht ist das Ende. Wo müssen wir denn jetzt hier lang? Hier geht's gar nicht weiter. Dann wohl hier? Auch nicht. Hier nehme ich mal an, auch nicht. Ach doch, hier ist eine Tür und hier wird auch nochmal gespeichert. Und eine verzierte Tür, das heißt immer nichts Gutes. Betretet die Krypta des Skelettkönigs, ist unser nächstes Ziel. Und das ist sie, die Krypta des Skelettkönigs. Na dann, auf in den Kampf. Ihr werdet mich niemals besiegen. Seid ihr da nicht so sicher? Ihr wurdet besiegt in dem Augenblick, in dem ihr euch dem Wahnsinn ergabt. Und weiter? Wie, hat er einfach das Tor zugemacht? Ach nein, hier kommen ja welche. Und dann geht auch das Tor auf. Das ist ja eine Technik. Hier müssen wir offensichtlich hin. Dann laufen wir einmal hier eine Runde im Kreis. Um uns ein bisschen umzuschauen und natürlich hier nichts in die Länge zu ziehen. Das ist ein ganz böses Gerücht. Ich drücke mich auch nicht vor dem Kampf, weil ich Angst habe oder so. Überhaupt nicht. Tötet den Skelettkönig ist unsere letzte Quest, die wir hier noch haben. Können wir schon? Darf ich schon hauen? Nein. Muss ich warten, bis er mich zuerst haut? Jetzt. Jetzt hau ich ihn. Er mich aber auch. Werden 23 Heiltränke reichen? Nicht genug Geisteskraft. Ach so, natürlich. Und ich wette, er lässt keine Gesundheit fallen. Aber vielleicht seine... Ach, da ist er ja schon wieder. Ich dachte vielleicht, hier seine kleinen Helferlein lassen. Vielleicht ein bisschen Gesundheit fallen. Das werde ich nicht tun. Was werde ich nicht tun? Mein Wille schwankt? Ach, da war gerade so Gesundheitsdingens. Ich wollte den Heiltrank nehmen und da sagt sie, mein Wille schwankt, das werde ich nicht tun. Entschuldigung, will sie lieber sterben? Ist ja unglaublich. Jetzt regt mich mein eigener Char auf und will gerade keinen Heiltrank nehmen.
Wahrscheinlich kann ich einfach nicht so viele Heiltränke in einem Kampf nehmen oder innerhalb kürzester Zeit wahrscheinlich. Oh mein Gott. Und der Gesundheitsbalken von dem Skelettkönig, der ist noch so rot und so lebendig. Ich will Gesundheit. Komm schon, komm schon. Ha. Da war ein bisschen Gesundheit. Komm schon, das schaffen wir. Meine Verletzungen sind zu schwer. Puh, zum Glück habe ich ja noch meinen... Ja, so eine Art Heilzauber auf der 1. Da haben wir wieder ein bisschen Gesundheit eingesammelt. Also wirklich ein harter Kampf, da macht es mir nicht leicht. Hier, die blöden Helfer haben immer diese Schilder, die man zuerst ihnen aus der Hand schlagen muss, weil man sonst nicht an sie rankommt. Los, nimm mal da den Trank, los. Gleich haben wir es geschafft. Wie aufregend. Der Balken leert sich von dem Skelettkönig. Da ist wieder Gesundheit. Schnell einsammeln. Ich brauche Geisteskraft. So. Noch einen letzten Trank. Und wir haben es geschafft. Wir haben den Skelettkönig besiegt und unsere Quest beendet. Und mit der Quest haben wir auch die Beta abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt die Beta von Diablo 3 abgeschlossen. Sehr schön, was ist das für ein Leuchten? Achso, das ist nochmal Gesundheit. Dann sammeln wir hier das restliche Gold ein. Das ist also... die Beta gewesen. Man konnte bzw. kann, ich renne gerade hier rum wie ein aufgescheuchtes Huhn, ist einfach Adrenalin pur. Von dem Kampf bin ich jetzt so überdreht und so aufgekratzt, dass ich einfach nicht stillstehen kann und hier eine Runde mit meinem Templer tanze. So, das wollen wir jetzt trotzdem. Ich muss etwas ablegen. Ja, das machen wir gerne, denn das wollen wir trotzdem mitnehmen. Ganz egal, jetzt hier einfach weggeschmissen. Eingesammelt. 5% mehr Gold von Gegnern. Naja, warum nicht? Was ist das doch? Ach. Noch was wegschmeißen. Einen Schlagring, das ist ja unglaublich. Feuerschaden. Wir werden 0,2 Leben pro verbrauchter Geisteskraft. Nur Mönch. Hey, das ist ja sogar ein Schlagring, der für meine Klasse ist. Kann ich das da nicht da anlegen? Ja. Ist ja blöd. Warum tauscht er denn die Sachen, wenn es schlechter ist? So, ja, Leute. Das war's gewesen. Meine Last ist zu groß. Mit dem Let's Test der Beta von Diablo 3. Was ich sagen wollte... Ach genau, in der Beta kann man bis Level 13 spielen, glaube ich. Habe ich irgendwo gelesen, gehört, wie auch immer. Bis Level 13. Was, hast du die Kurve nicht gekriegt? Ist auch noch ein bisschen benebelt vom Kampf, ne? Ist einen Schlag auf den Kopf gekriegt, bestimmt. Ja, Level 13, das geht gar... Aber da sind wir doch hergekommen, da geht es nicht wieder zurück. Wo geht's denn dann zurück? Wie, hier geht's nicht mehr raus? Ist ja merkwürdig. Das ist wirklich merkwürdig. Dann nehmen wir unseren Stein, der uns ins, ja, zurück in die Stadt teleportiert. Stadtportal. Und zack. Gilt das auch für den Templer? Nehmen wir den jetzt mit oder sind nur wir weg?
Er steht da immer noch. Nein, wir haben ihn mitgenommen durchs Portal. Sehr schön. Ich dachte schon, wir sind jetzt ganz plötzlich egoistisch geworden, nachdem wir uns hier so aufopferungsvoll den Heldentaten hingegeben haben. Aber nein, natürlich nicht. Uns geht's gut, alles ist schön. Keine weiteren Questgeber, natürlich nicht. Denn, ja, jetzt kann ich den Satz endlich mal zu Ende bringen. Entweder bis Level 13 oder bis man diese Quest abgeschlossen hat. Der Skelettkönig ist das Ende der Beta. Und, ja, wie gesagt, somit endet unsere Testphase von Diablo 3. Mir hat das, was ich gesehen habe, super gut gefallen und großen Spaß gemacht. Und ja, das macht echt Lust auf mehr. Und jeder muss natürlich für sich entscheiden, wie er dieses Spiel findet, ob es 60 Euro wert ist, das glaube ich kostet. Ich habe es im Internet mal für 55 Euro, mal für, keine Ahnung, 59,90 gesehen. Wie gesagt, muss jeder selbst entscheiden, ob es das Geld wert ist, ob er dieses Geld ausgeben möchte, sich das Spiel zulegen möchte, ob das Spiel toll ist und es gefällt und ob man es spielen will. Natürlich sind die Geschmäcker da unterschiedlich. Ich finde jedenfalls, es ist gelungen, es ist toll, es macht Spaß, es ist eine super Atmosphäre, Musik, Sound, ist alles stimmig, Grafiken sind toll, die Dialoge und wie gesagt, finde ich es halt toll, dass eine Menge erzählt wird und man das nicht alles selber lesen muss, sondern man ist mehr oder weniger neben dem Spielen und so nebenbei beim Laufen oder beim Kämpfen einfach so mitbekommt und nicht großartig sich hinstellen muss und was zu lesen, weil das habe ich oder würde ich so nicht tun. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, außer viel Spaß mit Diablo 3, viel Spaß mit dem Let's Beta-Test und bis demnächst. Tschüss!